Oho. Okay, jetzt scheinen wir ein bisschen Erfolg zu haben. 2% der Kampagne abgeschlossen. Wow, okay, das ist nicht viel. Das ist ganz und gar nicht viel. Aber. Guck mal kurz. Wir können ja mal gucken. Forschung können wir jetzt ein bisschen machen. Was haben wir hier? Mehr Nahrung? Sturmgewehr, neueste Einheit der Soldat. 174 haben wir gerade. Achso, wir könnten ja mal gucken davor. Oh, das wird nicht da. Wir können ja davor mal gucken. Ich möchte zur Karte zurück. Ah, okay, hier. Die haben jetzt soweit abgeschlossen. Was haben wir jetzt hier noch alles? Oh, Entschuldigung. Missionsstufe 1, letzte Bunker. Der Scheideweg. Und Jägerauen. Was haben wir denn hier? Diese Ländereien mit blühenden Wiesen sind der ideale Ort für eine neue Kolonie, um hunderte Kolonisten zu ernähren. Obwohl die Auen weit entfernt von riesigen Schwärmen sind, sollst du nicht nachsichtig werden. Kleine Schwärme können die Kolonie jederzeit erreichen. Errichte eine große Kolonie für den Herrscher. Spezielle Eigenschaftskarte, fruchtbares Land, Nahrung. An sich bekommen wir Nahrung, das ist natürlich schön. Bevölkerung von 800, das ist was Großes. Wie lange wir mehr als 35 Tage brauchen. Das ist natürlich heftig, da brauchen wir vielleicht ein bisschen mehr dafür. Dieser abgelegene Bunker war scheinbar der letzte Bollwerk vor dem Untergang, obwohl er nicht sehr groß ist, haben wir bereits zwei Soldaten zur Erkundung abgesendet. Und keiner ist hier zurückgekehrt. Arme Soldaten. An dieser Stelle arme Soldaten. Siegbedingungen erfüllt das Missionsartefakt. Artefakt, jupp. Held muss von Festungen leben entkommen. 0% optionales Sammelwert für Objekte fürs Imperium. Und antike Technologien fürs Imperium. Okay, das heißt, das ist eine der Heldenmissionen, wo wir wirklich unseren Helden spezifisch nutzen können. Und der Scheideweg. Ah, nur 400, okay. Der Scheideweg ist ein strategisch wichtiger Punkt, welcher es dir erlaubt, neue Orte zu erkunden. Unsere Kundschafter haben ein Dorf des Verderbens nordöstlich der Kolonie entdeckt. Vernichte es mit deiner Armee, um das Areal zu sichern. Die Dörfer des Verderbens sind alte Siedlungen der Menschen, welche errichtet wurden, um der Pandemie zu entkommen. Allerdings unterschätzten die Menschen die Gefahr, könnte man korrigieren, durch die Infizierten und deren Fähigkeiten, Menschenspuren zu folgen, und so fielen auch sie der Pandemie zum Opfer. Nun beherbergen diese Ruinen hunderte von Infizierten, welche nur auf Lebenszeichen in der Umgebung warten, um Menschen zu jagen. Siegbedingung, Koloniebevölkerung 400 und vernichte alle Dörfer des Verderbens. Okay, das heißt, ich würde mal sagen, wenn wir das hier machen, geht die Story an sich weiter. Wenn wir das hier machen, kommen wir wahrscheinlich eine Nebenmission. Ich würde mal sagen, hier könnte es auch weitergehen. Sollen wir denn hier irgendwelche Punkte momentan? Noch nichts. Nein, wir haben auch ihn an sich noch nicht gemacht. Aber er kann beim Punkt gemacht werden. Bonis, Angriffsstärke erhöhen. Leben erhöhen, Nachladegeschwindigkeit. Oh, das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen werde. Wenn er wirklich so eine langsame Knarre hat, dass er besser nachladen kann. Eins, zwei, drei. Achso, das sind die Sachen, wo mir nach und nach bekommt. Okay. Noch ein bisschen Leben, Effektradius erhöhen von seiner Waffe. Dann ist die Frage, Logistik. Mehr Ressourceneinlagen ist natürlich nicht schlecht. 170 haben wir gerade mal. Wachturm, Bursteinheiten. Dass der einzelnen geschützt, ihr Sicht- und Angriffsreichweite werden erhöht. Das muss ich sagen, das ist halt auch nicht schlecht. Ich meine, bei dem Sturmgewehr bräuchte ich jetzt wieder Eisen. Es ist nicht gewiss, dass ich spontan direkt Eisen hätte. Zusätzlich einer zu Beginn, ein Jäger. Und ein Scharfschütze hier hinten sogar. Fischhöhlen macht mehr Nahrung, bessere Turbinen. Aber ich glaube, ich bin echt dafür da. Holzstützpfeile, Holzpfeile und alles bekommt mehr Leben. Ich bin, glaube da, wenn wir jetzt die Mission gerade machen danach. Das da ja. Ne, wir machen Wachturm, das auf jeden Fall. Wir können sie jetzt noch wegklicken, sagen, was sie bestätigt haben, aber so wird's gemacht. Ja, machen wir. Passt soweit. Was bestätigen irgendwie? Also, wir können links und rechts gucken. Okay. Jetzt müsste es eingeloggt sein in der Theorie. Genau. Wachsame Verteidigung. Das soll es sein. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt das letzten Bunker mal machen. Gucken, vielleicht kriegen wir sogar eine Cutscene. Das wäre doch mal was Schönes. Ah, da unten. Zu schnell.
Taktische Mission. Die taktische Mission findet stets in verlassenen Festungen statt, welche vor Jahrhunderten gebaut wurden. Diese Mission benutzt deine Helden, um Technologien und wertvolle Objekte aus dieser Zeit zu finden. Der Held muss das Missionsziel erfüllen und die Festung lebend verlassen. Die Mission ist sonst gescheitert. Und die kannst erst verlassen, wenn die Mission abgeschlossen ist. Okay. Zugangstüren. Der Held und jede andere Einheit kann diese Türen öffnen, indem man sie mit der rechten Maustaste anklickt. Diese alten Türen können nach dem Öffnen nicht mehr geschlossen werden. Sei vorsichtig, wenn du diese Tür öffnest, denn Feinde im nächsten Raum oder Flure werden alarmiert. Ja gut, aber ich muss ja weiterkommen, also. Zugang zu den Büros. Achtung, Alarmstufe Rot wurde wegen massiver Infektion eingeleitet. Okay. Wow, okay. Ja, ich möchte mal behaupten, der splattert ordentlich rum. Da kann man ja sogar Sachen für Screenshots draus machen. Wunderbar. Okay, haben wir irgendwas hier bestätigen oder betätigen? Ah, wir können Bücher lesen. Nein, wir können Dokumente einsammeln. Okay, das ist natürlich was anderes. Das ist natürlich was ganz anderes, wenn wir Dokumente einsammeln können. Wertvolle Objekte. Im Laufe der Erkundung kannst du viele interessante Objekte finden, wie zum Beispiel Dokumente, Anleitungen, Antiquitäten. Wenn du sie aufhebst, erhältst du neue Technologien und Imperialpunkte. Yippie! Imperiumpunkte der Festungswerte in unserer Ecke. Ah, okay. Forschungspunkte und Imperiumpunkte. Beides wunderbar. Ich muss alles abklappern, wenn es sein muss. Okay, Service, Achtung. Rattenfallen wurden aufgestellt. Das ist doch mal was. Jo, das hat wohl hier nichts gebracht, würde ich mal behaupten. Na gut, gehen wir doch mal da lang. Mach doch mal die... Oh. Ja, da geht's nicht mehr weiter, würde ich mal behaupten. Schlafse, Achtung, Infektionsausbruch festgestellt. Sprengmittel wurden zur Eindämmung angewendet, unter keinen Umständen betreten. Ja, das kann ich eh knicken. Da komme ich eh nicht durch. Hallöchen, Schießstand, so wie es ausschaut. Okay. Nützliche Objekte. Während der Mission findest du viele Objekte und Konstruktionen in den Festungen, wie zum Beispiel Barrieren und Explosivfässer, welche als taktische Vorteile für den Missionsfortschritt hilfreich sein können. Erkunde und interagiere mit allen Elementen im Szenario. Nutze verschiedene Taktiken, um die Mission abzuschließen, okay? Oder einfach ordentlich draufhauen. Ich liebe dieses riesige Geschoss. Muss ich mal sagen, ich liebe es wirklich. Wir haben... Kann man da irgendwie... Ah, okay, man kann einfach drum rumlaufen auch, okay. Hallöchen, Soldaten. Ist hier noch irgendwas? Nein. Doch nichts zum Interagieren. Hallöchen, sei gut oder sei böse. Bei der Mission kannst du von mir einem begegnen, welche sich deinem Helden anschließen können. Sie können auch kontrolliert werden. Ah, nur der Held kann wertvolle Objekte einsammeln oder mit anderen Objekten interagieren, wie zum Beispiel Erste Hilfe, Schalter, Minen oder sonstiges. Okay, aber da hinten geht's weiter. Oh, das ist klar. So, wieder rum. Feuer frei. Moment, das war falsch. Das war ein kleines bisschen falsch. Okay, einmal zurück, einmal kurz zurücklaufen. Nutzt diese Verteidigung aus. Oh je. Hup. Okay. Kaum Schaden genommen, finde ich gut. Ich hätte sie eher nach da hinten jagen sollen. Aber egal, was soll's. Was soll's. So, Hallöchen. Mit drei Leuten kommt man hier recht gut zurecht. Wenn ich gerade irgendwie 10 untote Geister auf einen draufstürme, dann schaffen wir das schon.
Ich würde sagen, lass den doch mal hier durch. Oh, Hallöchen. Auch da kann man was rausholen. Okay. Hat jetzt gerade eine... Explosives Fass hat er jetzt auf dem Rücken. Ich glaube, ich spinne. Okay, das merke ich mir, dass wir explosive Fässer auch abschießen können. Schaffsal, Achtung, Infizierte. Ja, wissen wir. Okay, dann Leute. So, wieder mal hin. Ich weiß nicht, für was wir es genau brauchen, aber wir können ja immer mal... Ich kann nachher mal auf eins draufschießen, was so ist. Da ist der nächste Computer, da ist noch jemand. Ach. Wir können jetzt noch mehr Sprengladen machen als drum, aber... Das brauchen wir gar nicht. Wir sind eigentlich relativ gut beisammen momentan. Wow, okay. Das war nicht schlecht, die Explosion. Just begun und wechseln sie. So, bitte einmal. Oh, nein, Moment. Moment, wie. Hast du gerade. Da ist nichts silent, da ist überhaupt nichts silent. Ich kann sagen, ist das jetzt ein Endlos-Source? Infizierte von draußen. Diese können von außerhalb der Festung hineingelangen. Meistens durch eingeschützte Mauern und Löcher im Boden. Wenn menschliche Aktivität bemerkt werden, kommen mehr Infizierte. Versuchen nicht alle zu töten, denn ihr Strom wird nicht enden. Entfernen sie dich von ihnen und erkunde dein die Festung. Okay, heißt, das bringt uns hier rein gar nichts. Aber das da hinten muss uns was bringen. Genau, da können wir langlaufen. Und das ganze Zeug hier mitnehmen, oder? Natürlich. Mit einem Schlag getötet. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Aber da hinten brauchen wir auf jeden Fall was. Das brauchen wir auch nicht. Nein, da ein bisschen. Was ist hier zu sagen? Da ich erst das lesen, aber okay. Die Kuppel des Kommandos wurde, eingestürzt. Dieses Investigationsprotokoll wird weiterhin ausgeführt. Okay. Dann bitte ich doch einfach mal schießen. Hier haben sie also versucht zu planen und am Leben zu bleiben, so wie es ausschaut. Da geht nichts, da geht auch nichts. Das können wir mitnehmen. Und das können wir mitnehmen, was soll es. Jede Menge. Oh, Hallöchen. Ich würde sagen, das können wir auch noch mitnehmen. Ja, Forschungspunkte. Das sind viele. Das sind richtig viele. Können wir da vielleicht. Oh, ich habe eine Idee. Du kommst, ihr kommt beide mit. Da gibt's nichts zu. Nein, okay. Nee, ich weiß, ich werde es auch noch kaputt machen. Du kommst mit. Nimmst das hier mal auf. Ich habe so eine kleine, aber feine Idee jetzt gerade. Dankeschön, mitkommen. So. Dann bitte einmal hier hin. Du stellst bitte... Ist hier irgendwas Wertvolles da? Bevor ich jetzt her... Ja, guck, da ist doch was. Da haben wir doch was gefunden. Dankeschön. Wenn du hier das hier hinstellst... So, und könnten wir die vielleicht alle herholen? Ja, yep, das würde sogar funktionieren. Und dann sagen wir, tut mir leid. Yep, funktioniert. Ich wollte es einfach mal gemacht haben. Ich wollte es einfach mal gemacht haben. Ist hier irgendetwas? Nein. Wir haben noch nicht alles. Ah, guck, da unten haben wir noch was. Auch nicht mehr so viel, also von dem her ist das das... Dass das Mission erfüllt mit dem Artefakt. Okay, aber... Das heißt, hier gibt es nichts mehr abzugrasen. Dann fehlt uns aber ein bisschen was. Dann, mein Lieben, fehlt uns noch was.
Gibt's noch irgendein Büchlein oder irgendetwas? Das können wir alles nicht machen. Gibt's keinen Eingang? Nope, gibt's auch nicht. Heißt, der Raum ist eigentlich durchgemausert. Na gut, vielleicht kann man nicht alles finden. Gut, es gibt irgendwo noch etwas, was ich gerade übersehe. Weil ich weiß immer nicht, was ich überhaupt wirklich als 100%ig einsammeln kann. Also von dem her. Aber es sind noch keine weiteren Türen da. Das heißt, ich habe zumindest eine gute Vielfalt. Da ist auch nichts. Das haben wir auch schon. Die Barrikaden möchte ich nicht unbedingt kaputt schießen, wenn es sein muss. Ah, da haben wir noch Aktenkoffer. Da haben wir noch was. Okay. Ich muss nur wieder zum Anfang zurücklaufen, so wie es ausschaut. Dann finden wir hier auch schon etwas. Yes, sagt der Mann. Yes. Und jetzt geht's ja auch weiter. Und zwar ein Cut jetzt. Nein, natürlich nicht. Ah, das auf jeden Fall. Also wenn in den Köpfen keine Kugeln drin sind, dann machen wir es falsch. Aber sowas von Glück. Ah, guck mal. So schnell geht es. Das hier noch. Erste Hilfe anwenden. Warum nicht? Oh, da haben wir noch was. So, irgendetwas fehlt hier noch. Irgendetwas. Irgendein Kitzikens. Aha, gefunden. Das kann nicht einfach sein, dass... Jetzt haben wir alles erforscht. Alles herausgeklaut. Dass wenn wir schon mal eine Toilette aufspringen, dass da nichts zu holen ist. Der Looter in mir hat geläutet. Ah ja, raus müssen wir durch auch laufen. Alles erfolgreich bestanden, muss ich mal sagen. Wunderbar, der Bunker gereinigt von uns. Einfach nur wunderschön gereinigt. Ich komme nicht weiter hier. Das. Ein Zeitungsausschnitt haben wir bekommen. Hier kannst du alte Dokumente einsehen, welches du in der taktischen Mission gesammelt hast. 90% der Weltbevölkerung leben in Millionenstädten. Oh, 2085, das kann recht gut sein, so wie es ausschaut. Haben wir ja momentan auch. Die ganzen jungen Leute gehen alle in die Großstädte. Auf dem Land ist nichts mehr los. Die aktuelle Weltbevölkerung liegt mittlerweile bei über 80 Milliarden Menschen. Die Fortschritte der modernen Technologie haben zur Entstehung dieser Millionenstädte beigetragen. Eine kürzlich erhobene Studie durch das Mega York Urban Institut zeigt auf, dass die Menschen ein sicheres und erholsames Leben in großer Gemeinschaft gefunden haben. Attila Ernak, Leiter von Anthropologie und Verhaltensweise, verkündet, in der gesamten Menschheitsgeschichte gab es bis dato keine wohlhabende Gesellschaft. Er beschreibt zwei Merkmale, welche für diesen starken Anstieg der des Stadtlebens verantwortlich sind. Erstens, technologische Entwicklungen haben für ein besseres Sicherheitsbewusstsein gesorgt und zweitens bieten die Großstädte, insbesondere die Stadtzentren, einen Überfluss für grundlegende Voraussetzungen wie Nahrung, Wasser und Wohnraum. Puh, Millionenstädte, würde ich sagen. Das wäre ein bisschen heftig für mich, ein kleines bisschen heftig. Okay, wir haben den Pfad abgeschlossen, als nächster ist echt der hier oben schon, okay. Jetzt erstmal tun wir uns upgraden. Und zwar sagen wir Angriffsstärke, Geschwindigkeit selber, Angriffsgeschwindigkeit und Leben. Jetzt haben wir gesagt Angriffsgeschwindigkeit, der Mann muss schneller schießen können. Dankeschön. Ah, ein kleiner Kornbereich, aber es reicht schon aus. Ab den Wegen von komplexen Holzkonstruktionen mit den Kolonisten bringen Gold. 240 für komplexe Kreuzkonstruktionen. Das wäre natürlich auch eine schöne Sache. Und ich glaube, das machen wir wirklich. Grundversorgung sowas, wir gehen direkt hier rüber. Machen wir. Sieht's, passt und hat Luft. Und ich kann doch bestimmt einmal speichern irgendwie, oder? Zum Spiel. Oder macht's automatisch. Das kann natürlich auch sein. Sammpunktzahl, infizierte Kolonisten. Einen hatte ich. Stimmt, ja, einen einzigen hatte ich. Ja, leider. Die große Stadt, da kann ich leider nichts machen. Wenn wir zurück ins Menü gehen, heißt, da speichere ich meinen Vorschlag an sich so ab, so wie es ausschaut. Okay. Dann würde ich mal sagen, unser nächstes Ziel ist
unten das hier. Währung von 800 zu schaffen, weil hier unten ja die Story-Mission weiter und ich möchte eher ein bisschen was an Grundlagen mehr haben. Ein bisschen was.